Was für eine Stimmung, da läuft schon die Welle durch Beuerbach. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Lauffreunde, am letzten Tag des Jahres beim traditionsreichen 25. internationalen Silvesterlauf in Beuerbach. Wir feiern heute also Jubiläum hier in dieser kleinen 4700 Einwohnerstadt im Hausruckviertel im Bezirk Christkirchen in Oberösterreich. Und ich freue mich, dass er wieder hier ist, unser Experte heute. Wer könnte diesen Lauf besser mit seiner Expertise beglücken als der Mann, der ihn siebenmal gewonnen hat, Rekordsieger Günther Weidlinger, vierfacher Olympiateilnehmer. Günther, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir freuen uns schon auf einen tollen Lauf hier wieder in Beuerbach. Günther, du hältst immer noch aktiv sieben österreichische Rekorde, unter anderem auch jenen über die 5000 Meter. Das ist eigentlich jene Distanz, die hier in Beuerbach relevant ist. Ja, definitiv. 5000 Meter und 3000 Meter Hindernis sind sicherlich die Rekorde oder die Leistungen, die man anbieten muss, um hier erfolgreich zu sein. Momentan halte ich sie noch. Vielleicht kommt ja bald ein junger Athlet und wird sie mir dann wegnehmen. Dann freue ich mich darüber, weil das heißt, dass in der österreichischen Leichtathletik was weitergeht. Und ja, so soll es auch sein. Der Beuerbacher Silvesterlauf gehört seit Jahren, seit Jahrzehnten zu den bestbesetzten des Landes, Österreichs, sogar Europas. Jetzt gibt es natürlich die Silvesterläufe in Bozen, in Trier, in Madrid, den größten der Welt, in Sao Paulo. Wie ist das zu erklären, dass so eine kleine Stadt hier so etwas seit Jahrzehnten auf die Beine stellt, mit auch dieser internationalen Besetzung? Ja, es hat einen kleinen Verein gegeben, der sich einfach zum Ziel gesetzt hat, da was Großartiges zu leisten. Und die Sportunion Igela Longlife hat es einfach sehr, sehr gut aufgezogen seit vielen, vielen Jahren und hat es geschafft, einfach auch Weltmeister, Weltrekordhalter hier auf die Straßen zu bringen. Und ja, es ist grandios und somit treibt man sich einfach ein in einem Reigen von Top-Silvesterläufen. Du hast die schon aufgezählt und ich glaube, Beuerbach kann es wirklich mit den ganz, ganz Großen aufnehmen. Umso größer die Wertigkeit deiner sieben Siege auch hier in Beuerbach, zuletzt 2008 gewonnen. Und wenn Sie vielleicht im vergangenen Jahr unsere Live-Übertragung verfolgt haben, dann werden Sie sich jetzt vielleicht denken, da war doch was im vergangenen Jahr. Letztes Jahr haben wir nämlich 40. internationalen Silvesterlauf gefeiert. Heute feiern wir den 25. Wie ist das möglich? Ganz einfach, denn die ersten 16 Auflagen dieses Silvesterlaufs, die haben noch in Natternbach stattgefunden, wenige Kilometer von hier entfernt, etwas kleinerer Ort. Und wir wollen ein bisschen zurückschauen, auch zur Silvesterlauf-Historie nach Natternbach, wo du, Günther, ja auch noch gelaufen bist. 1996 beim letzten Lauf in Natternbach. Anfang der 80er Jahre hat dort die Geschichte des Beuerbacher Silvesterlaufs eigentlich begonnen. Der 31. Dezember 1981 markiert die Geburtsstunde des mittlerweile zweitältesten Silvesterlaufs Österreichs, noch in Natternbach, mit gerade mal 88 Läuferinnen und Läufern. Der Lauf wächst schnell. Größen wie Dietmar Milonik, Wolfgang Konrad oder Theresia Kiesel tragen sich noch in den 1980ern in die Siegerlisten ein. Die 90er prägt Carsten Eich. Der Deutsche gewinnt 1996 zum vierten und letzten Mal in Natternbach, ehe der Lauf in die etwas größere, 7 Kilometer entfernte Stadt Beuerbach wechselt. Auch dort ist der heutige OK-Chef die ersten beiden Male nicht zu schlagen. Der Silvesterlauf im Hausruckviertel, verlegt von Natternbach nach Beuerbach, ist auch heuer einer der bestbesetzten Europas. Nach drei Runden setzen sich die beiden großen Stars, Carsten Eich in Gelb, der Vierfachsieger von Natternbach und der 3000 Meter Olympiasieger Joseph Ketea aus Kenia, etwas ab. Nach 5 von 8 Runden ist der Deutsche bereits dem Feld enteilt. Eich gewinnt vor über 7000 Zuschauern vor dem sensationell laufenden Österreicher Michael Buchleitner. Ketea wird nur Neunter. Die 2000er Jahre gehören ihm. Lokalmatador Günther Weidlinger ist mit 7 Erfolgen, davon 5 in Serie, Rekordsieger in Beuerbach. Sein letzter Sieg 2008 ist auch der bislang letzte für einen Österreicher. Seitdem dominiert die Laufelite aus Afrika. 2012 zum Beispiel mit Streckenrekord 18 Minuten 32 Sekunden auf den 6800 Metern. Der neue Rekordhalter in Beuerbach kommt aus Kenia, heißt Leonard Komon und ist in Leichtathletikkreisen als der schnellste Straßenläufer der Welt bekannt. Das ist die knappste Entscheidung 2014, ein Ex-Eco-Sieg. Der kenianische Favorit Victor Chumo und der deutsche Überraschungsmann Richard Ringer liefen nämlich nach einem Zielsprint zeitgleich über die Ziellinie. 2019 fallen die Streckenrekorde. Die Kenianerin Eva Cherono stellt die bis heute gültige Rekordmarke von 15 Minuten und 32 Sekunden auf.
Bei den Herren gewinnt Elsan Bibic in 18 Minuten 29. Auch diese Marke ist bis heute unübertroffen. Im Vorjahr, beim Comeback nach zweijähriger Corona-Pause, setzt sich bei den Damen die Äthiopierin Verkur Getachew durch. Bei den Herren wiederholt der Serbe Bibic seinen Sieg. Mit Andreas Wolter läuft nach langen Jahren wieder ein Österreicher als Dritter auf Siegespodest. Also Andreas Wolter mit dem Stockerplatz im vergangenen Jahr, zweimal zuletzt in Folge Elsan Bibic gewonnen. Günther, was traust du heute den Österreichern zu? Andi Wolter ist wieder da, Kevin Kamenczak, der junge Oberösterreicher, heute gefährlicher Außenseiter. Ja, ich glaube, der Andi Wolter hat letztes Jahr gemerkt, wie toll es ist, wenn man aufs Podium läuft. Und ich glaube aber, dass der Kevin Kamenczak, wenn der mit die Lunte riecht und da vorne mitlaufen kann, auf jeden Fall auf den besten Österreicher auslegt. Und ich traue ihm schon zu, dass er als junger Athlet auch aufs Podium läuft. Der Lauf der Asse der Herren dann kurz nach 15 Uhr. Davor gibt es aber den Lauf der Asse der Frauen. Du hast ja die rot-weiß-rote Haube wieder auf in Beuerbach, wie gewohnt, Günther. Julia Meyer ist hier, unsere österreichische Marathon-Rekordhalterin. Diesen Rekord pulverisiert erst vor wenigen Wochen in Valencia. Sie hätte das Zeug, vielleicht einen Stockerlplatz zu schaffen. Das hat sie schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben. Ja, das wäre natürlich toll, wenn auch bei den Damen einmal eine Österreicherin wieder am Stockerl stehen würde. Ich glaube, dass es bei den Frauen ein bisschen schwieriger wird für die Julia. Sie als Marathonläuferin ist einfach trotzdem die längeren Distanzen gewohnt und nicht die 5 Kilometer. Da glaube ich eher, dass sie vielleicht um den 4., 5. Platz mitlaufen kann. Ich lasse mich aber gerne positiv überraschen und wünsche natürlich nur das Allerbeste und würde mich freuen, wenn die Julia das aufs Podium schafft. Hoffentlich kann sich die Julia Meyer gut auf diese 5,1 Kilometer Distanz einstellen heute hier in Beuerbach. Wir fragen den Organisationschef Carsten Eich, wie ist denn heute das Frauenfeld hier im Lauf der Asse einzuschätzen? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Edina Djebitok heute die Favoritin ist. Sie ist in diesem Jahr 8. Platzierte bei den Cross-Weltmeisterschaften geworden. Das ist natürlich, sie hat mit dem Team Gold gewonnen. Also von daher, das zeigt ihre Klasse. Aber wir haben auch eine zweite Kenianerin mit Fai Djebitok. Von daher wird das sicherlich ein enges Rennen an der Spitze. Nicht zu vergessen, Maruša Mišmaš aus Slowenien, 6. Platzierte in diesem Jahr bei der WM über 3000 Meter Hindernis, im letzten Jahr schon 3. hier. Das heißt, da haben wir wirklich mehrere internationale Topstars, die hier an der Spitze um den Sieg laufen. Und natürlich nicht zu vergessen, Julia Meyer aus Österreich, die einen ganz tollen Marathon vor wenigen Wochen in Valencia gelaufen ist und hier auch heute über eine für sie sehr kurze Strecke beweisen will, dass sie zur internationalen Spitze gehört. Julia Meyer haben Sie angesprochen, Valencia, tolle Marathon, Bestmarke, österreichische. Wie kann sich die so schnell umstellen auf diese 5,1 Kilometer? Das ist ja irrsinnig schwierig. Das ist sicherlich sehr spannend. Sie hat bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie gerade in den letzten 2-3 Wochen viele kurze Tempoläufe gemacht hat, weil es natürlich schon eine andere Geschwindigkeit ist. Aber sie kommt ja auch von den kürzeren Distanzen. Also ich glaube, der Körper erinnert sich relativ schnell wieder daran. Man muss einfach mal schauen, wie sie den Marathon verkraftet hat. Der ist ja erst, sag mal, 4 oder 5 Wochen her. Aber ich glaube schon, dass sie, oder ich habe das Funkeln in den Augen gesehen. Sie hat letztes Jahr das Rennen genossen, als sie 5. geworden ist. Und hat gestern Abend gesagt, sie möchte es einfach an die Wojtja nachmachen und vielleicht auch mal das Stockerl angreifen. Und ich bin sehr gespannt. Ich halte dir die Daumen. In 25 Jahren Beuerbach hat dort nie eine Österreicherin gewonnen. Es war auch noch nie eine Österreicherin auf dem Stockerl. Kann das die Julia Meyer heute schaffen? Klasse des Feldes. Müssen wir mal abwarten. Ich glaube, ein Stockerplatz wäre genauso sensationell wie letztes Jahr bei Andi Wojtja. Ganz kurz noch, die Volksläufe sind ja schon Geschichte. Wie viele Läuferinnen und Läufer waren denn heute allgemein am Start? Ja, wir haben einen neuen Melderekord. Also wir haben den Melderekord aus dem Jahr 2019 übertroffen. Wir müssen jetzt natürlich mal die Finisherzahlen abwarten. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar die Marke von 1000 Finishern knacken können. Vielleicht werden wir sie auch ganz knapp verfehlen. Aber das zeigt einfach, dass die Veranstaltung in Beuerbach sehr, sehr angenommen wird. Wir freuen uns, wir hatten so viele Kinder wie noch nie. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und von daher, ja, eine tolle Gesamtveranstaltung. Ganz, ganz viele Zuschauer. Und ja, ein Lauffest zum Abschluss hier des Jahres in Beuerbach. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt auch von der Kommentatorenposition mit Günther Weidlinger. Noch einmal Servus Günther. Servus Dennis. Ja, wir sind schon mittendrin in der Athletenpräsentation der besten Damen für den Lauf der Asse. Und hier sehen wir aus Deutschland Christina
Händel, Europameisterin, Marathon in der Teamwertung München. Also das ist schon einmal eine heiße Kandidatin auf einen Spitzenplatz. Ja, wenn man die Übertragung startet mit einer waschechten Europameisterin, ich glaube, ich lässt das schon einiges erwarten. Ja. Ist ja immer so in Peuerbach, dass es hier ein großes Hallo gibt der Athletinnen und Athleten, die da sich einmal noch auf und ab bewegen, vom Publikum gefeiert werden. Tolle Stimmung wieder hier, muss man sagen, aber das ist ja schon gewohnt. Ja, und das ist mitunter das Beste für die Athletinnen und Athleten selber, wenn sie sich da schon vor dem Rennen präsentieren können und den Applaus abholen. Also, und jetzt sehen wir auch schon die Veit Cepkovic, Siegerin vom 10-Kilometer-Lauf in Frankreich. Eine tolle Bestleistung, 31,03 über 10 Kilometer. Und man braucht sich nur die Athletin anschauen, die ist top austrainiert, die kommt voll fit hier nach Feuerbach und die ist heiß, glaube ich. Zwei Kenianerinnen sind im Lauf der Asse der Frauen am Start. Die Veit Cepkovic ist eine davon. Kenianerinnen gegen Europa, das ist ja immer so ein Duell hier in Feuerbach. Ja, es ist meistens so, Afrika gegen Europa. Und in dem Fall hat Afrika zwei heiße Eisen im Feuer. Eben jetzt Veit Cepkovic. Die zweite sehen wir dann ein bisschen später. Und jetzt sind wir bei der nächsten. Da sind wir eigentlich wieder in Europa, konkret in Slowenien. Sie trägt die Startnummer F, steht immer für Female bei uns. F3, sechste bei den Weltmeisterschaften in Budapest in diesem Jahr über die 3000 Meter Hindernis. Marusha Mischmasch Schrimsek, die war schon dritte im vergangenen Jahr hier im Feuerbach. Ja, die kennt die Strecke, die weiß, wie man diese Strecke läuft. Die kennt den kleinen Hügel kurz vor der Zielgeraden und die hat es wirklich drauf und die schätze ich heuer sehr, sehr gut ein. Sie war ja fünfte und sechste bei einigen Diamond League-Bewerben über die 3000 Meter Hindernisse in diesem Jahr. Also sie war in Doha, in Florenz, in Lausanne, in Eugene dabei. Also das ist eine ganz, ganz starke Athletin, auf die müssen wir auf jeden Fall schauen. Also die hast du ganz dick auf deinem Zettel. Die habe ich ganz weit oben stehen auf meinem Zettel, ja. Und auf die nächste freuen wir uns natürlich ganz besonders. F5, das ist die heimische Hoffnungsträgerin, frisch gebackene Marathon-Rekordhalterin, hat ihre eigene Bestmarke noch einmal pulverisiert jetzt in Valencia. Julia Meyer, die Rekordlerin, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon in Budapest mit dabei gewesen. Eigentlich, das zeigt die Qualität von Feuerbach, dass genau sie heute hier ist. Genau so ist es, ja. Und sie freut sich, glaube ich, riesig, dass sie da sein kann, dass sie mitlaufen kann, weil sie einfach auch sich vom heimischen Publikum zeigen will. Das hat sie mir auch bei der Pressekonferenz schon erzählt. Und man muss sich ja die Marathonzeit auf die Zunge zergehen lassen. 2 Stunden, 26 Minuten und 43 Sekunden. Das ist ja irrsinnig schnell. Und noch dazu ist sie die zweite Hälfte viel schneller gelaufen als die erste. Also auf die müssen wir auch schauen. Ich hoffe nur, dass sie nicht ganz zu kurz wird, die 5 Kilometer, nachdem sie erst Anfang Dezember ihren Marathonrekord gelaufen ist. Ich wollte gerade sagen, du als Experte, wie stellt man sich da um von 42 Kilometer auf 5,1 Kilometer? Ja, vor allem, wie regeneriert man mal in dieser kurzen Zeit? Also das ist eigentlich schon für mich das, der Wahnsinn, dass ich überhaupt am Start stehen kann. 4 Wochen nach dem Marathon, also du brauchst nur 3 Wochen Regeneration und dann machst du 1-2 Trainings und dann stehst du schon da. Aber jetzt sind wir bei der Vorjahreszweiten. F1, Edina Cepitok aus Kenia, achte bei den Cross-Weltmeisterschaften in diesem Jahr, und du hast das angesprochen, zweite im vergangenen Jahr hier in Peuerbach, nachdem die Titelverteidigerin heute nicht mit dabei ist. Also Kenia die zweite gegen Europa, gegen Österreich, gegen Julia Meyer. Von den beiden Kenianerinnen, welche schätzt du stärker ein? Also ich schätze schon die Edina deutlich stärker ein. Sie war letztes Jahr nur um 8 Zehntel hinter der Siegerin. Es war wirklich ein Zielsprintfinale. Und sie kennt das Gold um den Hals schon. Sie ist ja auch Team-Weltmeisterin geworden mit Kenia beim Crosslauf. Und dementsprechend glaube ich, dass die Edina Cepitok hier die große, große Favoritin sein wird. Also es wird spannend, Teil 1 hier dieses 25. Jubiläums Silvesterlaufs in Peuerbach, der Lauf der Asse der Frauen. Das ist auch hier eigentlich schon seit Jahren traditionell, dass die Läufe der Asse von Frauen und Männern getrennt sind. Für Sie zur Information, wie viel wird hier eigentlich gelaufen? 5,1 Kilometer, das sind hier insgesamt auf diesem relativ kurzen Startkurs bei den Frauen 6 Runden, bei den Herren geht es dann über 6.800 Meter, da sind es dann insgesamt 8 Runden. So, jetzt schauen wir, Günther, in die Gesichter der Läuferinnen hier. Und es geht los, die erste Runde ist gestartet. Ja, und vorne jetzt einmal mit den kurzen Haaren, das ist Edina Cepitok, die Vorjahreszweite. Ich würde sagen, nutzen wir mal die erste Runde, um
diesen Rundkurs, diesen Stadtkurs hier in dieser 4700 Einwohnergemeinde im oberösterreichischen Hausruckviertel ein bisschen vorzustellen. Da gibt es jetzt einen Rechtsknick, da geht es runter. Ja, eine Linkskurve haben wir da jetzt. Ah, links, ja. Die Linkskurve, da geht es dann einmal relativ steil bergab. Also da muss man schauen, dass man das einem nicht so schnell wird gleich einmal. Hier sehen wir das schön. Und jetzt vorne schon die Edina Cepetok, die macht schon mal Tempo. Ich glaube, die weiß schon, sie muss auch schnell laufen, damit sie die anderen Läuferinnen hinten ein bisschen abschütteln kann. Also Edina Cepetok übernimmt hier einmal zu Beginn die Führungsarbeit. Die beiden Kenianerinnen machen einmal Tempo. Ja, sie machen Tempo und wer weiß, was sie sich ausgemacht haben in ihrem Hotelzimmer. Sie haben ein Doppelzimmer gehabt, ist uns gesagt worden. Bei der Pressekonferenz hat es noch geheißen, sie müssen sich erst absprechen. So wie es aussieht, haben sie von einem schnellen Rennen gesprochen. Und wenn wir schon dabei sind, 2 Minuten 35 braucht es für den Streckenrekord, für die Runde. Und das durchgehend 6 Mal, dann kommt man auf die 15:32:30, die der Streckenrekord ist. Und die zwei geben schon einmal richtig Gas. Streckenrekord, Günther hat es angesprochen, datiert bei den Frauen aus dem Jahr 2019 aufgestellt. Von der Kenianerin Eva Cherono 15 Minuten und 32, vielleicht ein bisschen zum Notieren und Mitschreiben. Ja, da ist schon ein ordentliches Loch aufgegangen zwischen Kenia und Europa. Ja, so haben wir das definitiv nicht erwartet. Also ich habe schon gedacht, dass speziell Marusha Mischmasch da gleich vorne mit dabei sein wird, aber vielleicht lässt sie auch einmal ein bisschen laufen und wartet dann auf ihre Chance hinten raus. Jetzt geht es einmal da leicht bergauf und dann wieder ein Linksknick, bevor sie dann wieder auf die Zielgerade kommen, die Läuferinnen. Und dann sehen wir sie zum ersten Mal hier. Dann ist die erste von 6 Runden bei den Frauen bereits absolviert. Großes Loch. Wie groß, Günther, könnte die Gefahr sein hier in diesen ersten 2-3 Runden vielleicht zu overpacen? Ja, definitiv. Also das ist sicherlich, und sie ist wahnsinnig schnell unterwegs. Wir haben jetzt 2 Minuten 25 und sie ist mit der ersten Runde schon fertig. Also deutlich unter Streckenrekord von der Zeit her. Also das, die Gefahr besteht natürlich, dass sie jetzt überpaced hat in der ersten Runde und das rächt sich hinten raus doppelt und dreifach. Also die Messe ist noch nicht gelesen, würde ich mal sagen. Sechste und beste Österreicherin derzeit, Julia Mayer. Aber dieser Rundkurs ist kurz, aber tückisch. Also es kann auch auf 5,1 Kilometern relativ viel passieren, taktischer Natur. So ist es ja. Auf der Laufbahn sind es 12,5 Runden und es ist Brettl eben. Da ist es nicht eben. Also es ist wirklich dieser Hügel runter und auch der Hügel rauf, kurz vor der Zielgerade, der tut verdammt weh. Speziell dann in der 4., 5., 6. Runde. Aber Edina schaut richtig gut aus und läuft es relativ locker von vorne und hat einen riesen Vorsprung. Hat jetzt auch schon ihre Kontrahentin, ihre Landsfrau aus Kenia da bereits um, ja, was werden das sein, 15, 20 Meter abgeschüttelt. Veit Cepkoech. Ich muss sagen, bin lange Jahre dabei bei diesem Silvesterlauf in Beuerbach, aber so einen Beginn, so einen Vorsprung nach der ersten, nach 1,5 Runden habe ich selten gesehen. Ja, ich auch nicht. Also ich bin jetzt wirklich seit vielen Jahren hier, eigentlich seit es den Silvesterlauf hier in Beuerbach gibt, bin ich da. Aber sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass es so auseinanderreißt, das Feld. Aber schauen wir vielleicht mal auf die anderen Österreicherinnen, die wir noch im Feld haben. Wir haben noch die Sandra Schauer von der Union St. Pölten dabei. Genau. Da ist Marusha Mischmasch dabei, die Slowenin, da ist Julia Mayer dabei. Die Christina Händl ist dabei. Aus Deutschland mit der F8, die Marathon-Team-Europameisterin aus München im vergangenen Jahr. Das ist die europäische Verfolgergruppe hier, die jetzt versucht, irgendwie vielleicht zumindest in Sichtweite zu bleiben auf die beiden Kenianerinnen. Wenn man so einen Rückstand aufreißt nach 1,5 Runden, wie geht man das dann als Verfolger an? Ja, in dem Fall werden sich die hinten im Paket, im Europäerinnenpaket, sage ich mal, auf den dritten Platz momentan konzentrieren und hoffen, dass vielleicht vorne noch was passiert, dass sie sich einfach wirklich übernommen haben. Sieht jetzt mal momentan nicht so aus, aber man konzentriert sich dann einfach auf das, was man noch erreichen kann. In dem Fall, der dritte Platz ist immer noch ein Stockelplatz und der ist in Beuerbach hier auch einiges wert. Und gleich kommt sie zum zweiten Mal hier bei uns vorbei. Die führende Edina Cepetok aus Kenia, die Zweitplatzierte des Vorjahres mit einem riesengroßen Vorsprung. Hier sehen wir sie. Ja, und Durchgangszeit 4,55. Immer noch verdammt schnell unterwegs. 6 Sekunden Vorsprung jetzt auf ihre Landsfrau, auf Veit Cepkoech. Ja, und deutlich unter Streckenrekordkurs.
Also das könnte eine neue Bestmarke hier in Peuerbach werden. Wie gesagt, 15 Minuten 32, das ist die Rekordmarke aus dem Jahr 2019. 25 Jahre Peuerbach, das wollte ich noch kurz sagen, noch nie hat eine Österreicherin hier gewonnen, noch nie war eine Österreicherin auf dem Stockerl. Andrea Meyer, unsere legendäre Berglauf-Weltmeisterin, war knapp dran, dreimal Vierte, aber geschafft hat es noch nie wer. Ja, für die ist der Hügel hinten raus vielleicht ein bisschen zu wenig gewesen, sonst wäre sie definitiv auch auf Stockerl gelaufen. Aber schön ist, dass wir jetzt wirklich ein europäisches Feld auch hinten haben. Also mit der Christina Händel, mit der Julia Meyer, mit der Bojana Belcak aus Kroatien, mit der Viktoria Wagner-Fürkes aus Ungarn und der Marina Nemchenko aus der Ukraine. Also wirklich ein tolles internationales Feld, die da die Organisatoren, speziell der Carsten Eich, wieder auf die Beine gestellt hat. Carsten ist ja da auch eine Institution hier in Peuerbach. Ohne den geht es gar nicht. Und schön, dass er das hier die Organisation übernommen hat und wirklich immer für eine tolle Stimmung und eine tolle Rennen sorgt. Sechsfachsieger Carsten Eich, zweimal hier auch noch in Peuerbach gewonnen, viermal davor in Lattenbach. Einen Sieg hast du mehr, den nimmt dir keiner weg, Günther. Aber wir konzentrieren uns hier auf die Führende, auf Edina Cepitok, die da eigentlich ein einsames Rennen läuft. Jetzt in der dritten Runde, hier wieder die Verfolgergruppe mit Maruscha Mischmasch, mit Christina Händel, auch mit Julia Meyer. Das sind die Europäerinnen, die sich hier eigentlich jetzt Platz 3 vorzeitig einmal ausmachen. Obwohl, ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Edina Cepitok das durchhalten kann. Ich bin mir auch nicht sicher, wobei sie hat einfach einen riesen Vorsprung jetzt, auch wenn es ein bisschen hart werden wird in den letzten zwei Runden. Ja, muss sich das schon fast ausgehen, so wie es aussieht. Und speziell, sie ist jetzt einfach auch deutlich unter dem Streckenrekordkurs noch immer. Also die legt wirklich eine heiße Sohle hier auf den Asphalt. Aber Julia Meyer, schau, die Julia geht vor. Sie zieht jetzt hier an, momentan auf Platz 3. Ja, das ist total schön zu sehen, dass die Julia jetzt Gas gibt. Sie weiß, sie ist Marathonläuferin, sie muss es auf der Strecke entscheiden und nicht im Zielsprint. Und die gibt jetzt wirklich Gas. Und wenn die um die Kurve kommt, dann wird es laut werden hier auf der Zielgerade in Peuerbach. Wo jetzt hier Edina Cepitok zum dritten Mal vorbeikommt. Also die Hälfte des Rennens bei den Frauen ist bereits absolviert. Ja, und schauen wir uns die Zeit an. 7:31 und das mal zwei sind wir bei ziemlich genau 15 Minuten und 15:32 ist der Streckenrekord. Also die ist richtig gut. Und jetzt kommt sie, die Julia Meyer. Jetzt wird wieder laut hier. Jawohl. Also Julia Meyer, Österreichs Marathon-Rekordhalterin, derzeit auf Platz 3, führt hier diese Verfolgergruppe der Europäerinnen an. Mit ja. Maruscha Mischmasch, mit der Slowenin, mit der Ungarin, mit der Kroatin Bojana Jeljac, der 20-fachen kroatischen Meisterin. Und hier sind wir wieder bei der Führenden. Ja, es ist schön zu sehen, dass die Julia jetzt wirklich das Heft in die Hand genommen hat und sich denkt, sie rennt jetzt einfach mal vorne weg, sie gibt jetzt Gas. Und der Julia ist es definitiv zuzutrauen, dass sie das jetzt durchzieht, weil, wie schon vorher gesagt, sie hat auch die zweite Hälfte in Valencia beim Marathon deutlich schneller absolviert als die erste Hälfte. Und an Platz 12, 13, 14 sind die Österreicherinnen Viktoria Schenk, Sandra Schauer und Lotte Seiler. Auch die halten sich gut. Die sind auch im Kampf gegen das große Nachbarland, gegen Deutschland, ganz gut mit dabei. Wenn man sich die 5000 Meter Bestzeit von der Führenden, von Edina Cepitok, anschaut, 14 Minuten 52. Mit dieser persönlichen Bestmarke ist sie eigentlich 40 Sekunden unter dem Peuerbacher Streckenrekord. Ja, also die ist wirklich Und da sehr, ist sie auch auf Kurs, drauf. Vielleicht sogar zu Personal Best, obwohl man das natürlich ziemlich nur bedingt vergleichen kann mit 5,1 Kilometer. Genau so ist es, ja. Also das darf man nicht so wirklich vergleichen, auch nicht Straße und Bahn ist nicht ganz vergleichbar, aber sie läuft wirklich ein unglaublich schnelles Rennen und da wieder die drei Europäerinnen. Ja, das hat sich jetzt auch ein bisschen aufgesplittert hier, dieses Verfolgerfeld mit Julia Meyer, mit Maruscha Mischmasch ist hier dabei, die Slowenin. Genau, und die Ungarin Viktoria Wagner-Gürkes, die 30-fache ungarische Meisterin, haben wir noch mit dabei, die kämpft um den dritten Platz momentan. Jetzt geht sie wieder rauf zu diesem letzten Linksknick, bevor es dann bereits zum vierten Mal hier bei uns vorbeigeht. Ja, dann geht es schon in die vorletzte Runde. Die letzten 1700 Meter, dann hat sie noch vor sich. Der Abstand wird jetzt nicht mehr größer, muss man sagen, zur Veit Cepkovic. Also jetzt hat sie schon ein bisschen fehlen lassen müssen. 9 Sekunden waren es vorher.
Schauen wir mal, wie sich das jetzt gestaltet in dieser vierten von sechs Runden. Also zwei Drittel dieses Laufs der Asse der Frauen sind absolviert. Es sind immer noch 9 Sekunden, also Abstand zur zweiten Veit Cepkoech gleich geblieben. Ja, aber immer noch 10 Sekunden unter Streckenrekord. Also die läuft wirklich ein richtig schnelles Rennen. Und jetzt kommen sie wieder, die Europäerinnen, die Julia Meyer wieder ganz vorne. Die gibt Gas, die macht Tempo. Da wird es immer richtig schön laut hier. Ja, tolle Stimmung da wieder in Beuerbach. Also das muss man wirklich mal miterlebt haben. Slowenien, Ungarn und Österreich auf dem Weg zum dritten, zum Stockerlplatz. So wie es aussieht, ja. Und ich hoffe, dass der Julia das durchziehen kann dann jetzt auf der letzten Meile quasi, die sie jetzt noch vor sich haben. Während hier die Führende bereits wieder unten ist, in diesem etwas ruhigeren Teil dieses Rundkurses, wobei ruhig ist immer relativ hier, weil es relativ schnell geht, dass man wieder bei Start und Ziel vorbeikommt. Das ist ja auch das Schöne hier in Beuerbach, weil man wirklich sehr, sehr kurze Runden hat und das Publikum bei den Damen 6-mal und bei den Männern 8-mal genießen kann. Und da spreche ich wirklich von genießen, weil wenn man da vorbeikommt, da ist es so laut, da hört man sich selber gar nicht mehr atmen. Und das ist für einen Läufer eigentlich das, ja, wie die Streife in Kitzbühel. Einen Marathon, du kennst ja das auch gut vom Linz-Marathon. Da gibt es diese ruhigere Phase im Linzer Süden, im Wasserwald, auch in Wien, im Prater ist es etwas ruhiger. Hier geht es eigentlich immer zur Sache, weil man relativ schnell immer wieder hier auf dieser Start- und Zielgeraden ist. So ist es, ja. Beim Marathon habe ich es genossen, wenn es einmal teilweise ein bisschen ruhiger war, dass ich mich auf mich selber konzentrieren konnte. Hier in Beuerbach war ich immer froh, wenn es laut war, weil das treibt dann einfach noch einmal nach vorne. Bekommt man das mit als Läufer? Definitiv, ja, man bekommt alles mit, man bekommt sogar mit, wenn mitten in den Leuten dann der Trainer steht und der noch ruft, kriegt man das auch mit. Und bin ganz sicher, dass die Julia das richtig anspannt, wenn sie jetzt dann das letzte Mal, also raufkommt nochmal über den Hügel und in die letzte Runde geht, wenn da nochmal richtig Gas gegeben wird da in Beuerbach von dem Publikum. Sie hat ja auch im Vorfeld bei der Pressekonferenz gesagt, sie möchte sich vom Beuerbacher Publikum tragen lassen und das wird ihr gut und gerne ein paar Sekunden bringen, wenn es dann hart wird in der Schlussphase, weil sie einfach hier diesen Lauf völlig anders gestalten muss als bei einem 42 Kilometer Marathon, logischerweise. So, und wir konzentrieren uns wieder auf die noch immer überlegen Führende, auf Edina Cepitok, die jetzt dann schon ihre letzte Runde in Angriff nimmt. Schauen wir mal, wie jetzt der Vorsprung ist auf die Zweitplatzierte, auf ihre Landsfrau, Veit Cepkoech. Ja, und sie hat immer noch 7 Sekunden Vorsprung auf den Streckenrekord. 11 Sekunden auf Cepkoech Vorsprung, also der Vorsprung bleibt jetzt ziemlich gleich. Sie war noch ein bisschen ausgebaut. Ja. Und jetzt kommen sie dann gleich vorbei, die Julia. Ich hoffe, dass sie da weiterhin Gas geben kann und dass sie einfach auf der letzten Runde noch die zwei abschütteln kann. Es wäre so schön, wenn sie auf Stocker laufen würde. Da sind sie, die drei, die sich hier Platz 3 wahrscheinlich ausmachen werden. Die Slowenin Maruša Mišmaš-Šrimšek, die Ungarin Viktoria Wagner-Gürkes und Julia Meyer aus Österreich mit der F5. Sie gehen jetzt in die letzte Runde, jetzt nochmal 850 Meter. Sie ist ja quasi im Marathon schon ein langer Zielsprint. Fünfte geworden, die Julia Meyer im vergangenen Jahr hier in Beuerbach. Ja, und das sie sieht verdammt gut aus. Sehr fokussiert, wenn man ihr ins Gesicht schaut. Was liest du da an der Körpersprache ab, Günther? Ja, sie ist einfach, aus meiner Sicht ist sie immer noch sehr, sehr locker drauf. Sie ist sehr fokussiert und ich glaube, sie weiß ganz genau, was sie jetzt macht und wie sie es machen will. Sie hat sicher schon einen Plan im Kopf, wie sie den dritten Platz jetzt erreichen will. Jetzt geht es zum letzten Mal runter hier auf dieses abschüssige Stück, dieser Linksknick. Slowenien, Ungarn und Österreich im Kampf um Platz 3. Und hier haben wir die Führende, die hier, jetzt traue ich es mir sagen, diesen 25. Feuerbacher Silvesterlauf gewinnen wird. Jetzt geht es nur noch um den Streckenrekord, ja oder nein. 15, 32, 30 ist der Streckenrekord. Und sie hat gar nicht mehr weit. Es ist noch ein Stückchen unten, dann kommt noch der kleine Hügel, der Linksknick und dann die Zielgerade. Und wenn sie dann weiß, sie ist auf Streckenrekordkurs, dann kann sie noch einmal ein bisschen mobilisieren. Also ich gehe schwer davon aus, dass das heute ein neuer Streckenrekord wird. Es gibt ja auch immer extra Geld für einen Streckenrekord. Das ist natürlich für Läuferinnen und Läufer aus Afrika, aus Kenia auch immer natürlich eine Zusatzmotivation. Will man natürlich auch mitnehmen, ist ganz klar. Wenn man so aus dem alten Jahr ins neue laufen kann, mit ein bisschen Taschengeld noch dazu,
dann schadet das nicht. Aber jetzt muss sie sich spurten. Jetzt kommt sie. Sie hat noch 17 Sekunden auf den Streckenrekord von Eva Cerono. Das wird sich ausgehen. Das sieht sich auf jeden Fall aus. Es sind die letzten Meter und jetzt ist sie hier im Ziel. Die Siegerin Edina Cevitok in neuer Feuerbach-Rekordzeit von 15 Minuten und 26 Sekunden. Das heißt, sie hat die bisherige Rekordmarke um 6 Sekunden unterboten. Gratulation, der Sieg in Feuerbach geht an Kenia. Seit 10 Jahren gewinnt keine Europäerin dabei, bleibt auch heuer im Jahr 2023. So, ja, jetzt schauen wir. Gespannt. Wer füllt das Stockerl auf mit Platz 2 und Platz 3? Vor allem Platz 3 interessiert uns natürlich brennend, aber jetzt schauen wir mal. Wo bleibt Fajtschepczuk? Die ist schon im Ziel. Viktoria Wagner-Gürkes und an fünfter Stelle hinten noch die Julia Meyer. Sie gibt jetzt noch mehr Gas hinten. Ja, Platz 3 geht hier an Slowenien, an Maruša Mišmaš. Und vierte die Viktoria Wagner-Gürkes und Julia Meyer wird wie im Vorjahr fünfte beste Österreicherin. Natürlich schafft es nicht auf Stockerl, aber Fünfter bei diesem Feld, aller Ehrenwert. Ein tolles Rennen gelaufen, sie hat auch die Initiative ergriffen und das ist schön so. Völlig ausgepumpt. Ja, sie fasst sich an die Ware, ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Schaut momentan nicht ganz so gut aus. Also, die Gratulationen der Ungarin. Kenia gewinnt hier im Doppelpack. Mit Edina Cevitok vor Fajtschepczuk. Dritte die Slowenin Maruša Mišmaš-Srimsek. Vierte die Ungarin Viktoria Wagner-Gürkes. Und fünfte, hier sehen wir sie, Julia Meyer. Wir schauen uns die Höhepunkte, Highlights noch einmal kurz an, dieses Laufstars der Frauen, und melden uns dann gleich wieder mit den ersten Stimmen von der Ziellinie, mit der Siegerin und mit der besten Österreich. Die Siegerin ist schon bei uns, des Laufs der Asse der Frauen in Feuerbach 2023, Edina Cevitok. Edina, congratulations, win here in Feuerbach after second place last year and new track record. What does it mean to you? Thank you so much. I didn't expect to run the course record, but I do my best. I thank God. Ja, was sie konnte, was sie machen konnte. Also, sie hat es fast nicht erwartet, hier einen neuen Streckenrekord zu laufen. Hopefully we see you back next year. Yes. Ja, I mean, here next year. So, I thank God zu dieser Leistung speziell, aber auch noch einmal zum Marathonrekord, weil es sind 2 Stunden 26 und 43 Sekunden. Wish you all the best. Thank you. Also, die Siegerin Edina Cevitok und wir haben natürlich auch gleich die beste Österreicherin bei uns, Julia Meyer, wie im vergangenen Jahr Platz 5. Julia, Sie haben lange mitgekämpft mit der Slowenin, mit der Ungarin um Platz 3. Warum ist es denn letztlich dann nicht das Stockerl geworden in der letzten Runde?
Ja, ich habe dann versucht, in der zweiten Runde schon die ganz, ganz große Gruppe abzuschütteln. Ich habe dann die Initiative nach vorne ergriffen und da sind dann, ich glaube, zwei Läuferinnen eben mit. Ich habe alles gegeben, mit denen mitzulaufen, nur es ist halt extrem schwer mit der 3000 Meter Hindernisläuferin und mit einer 5000 Meter WM-Finalistin. Da habe ich dann doch nicht ganz so die schnellen Beine wie die, aber ich bin extrem stolz, dass ich da lange einfach mitgehalten habe und zum Schluss reicht meine Marathon-Spritzigkeit noch nicht ganz aus. Wie hat es sich angefühlt, vor allem zu Beginn, dass die beiden Kenianerinnen eigentlich so dermaßen weggezogen sind? Ja, das war Wahnsinn. Die haben wieder ein Rennen alleine gemacht. Wir haben uns da einfach hinter denen dann mal einmal gesammelt. Ja, wir Europäerinnen haben nicht ganz das Niveau, was die Afrikanerinnen haben. Dennoch ein starkes Rennen, denke ich, von uns. Jetzt müssen Sie weiter auf den ersten Stockerlplatz hier in Peuerbach warten, den Sie sich ja eigentlich so sehr vorgenommen haben, obwohl es natürlich bei diesem internationalen Starterfeld sehr, sehr schwierig ist. Ich hoffe, wir sehen Sie wieder. Wie groß ist jetzt trotzdem die Zufriedenheit hier mit diesem neuerlichen fünften Platz? Dennoch sehr, sehr groß. Ich bin stolz, da mit den 2 Meters mitgelaufen zu sein. Und ich glaube, so wie der Andi das schon angesprochen hat, ich weiß jetzt, ich traue mir zu sagen, nächstes Jahr neue Taktik. Und dann werde ich die Mädels noch ein bisschen mehr ärgern und werde hoffentlich aufs Podest nochmal laufen da. Dankeschön, Julia. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr hier in Peuerbach. Also, Julia Meyer schafft hier als beste Österreicherin Platz 5 und wir kommen gleich zum Lauf der Asse der Herren. Da hat es ja in den vergangenen beiden Auflagen hier in Peuerbach jeweils den gleichen Sieger gegeben, nämlich den Serben Elsan Bibic 2019 vor Corona und dann nach 2 Jahren pandemiebedingter Zwangspause im vergangenen Jahr erneut. Elsan Bibic und wir fragen den OK-Chef Carsten Eich, kann das heute das Triple, der dritte Sieg in Folge für den Serben werden? Ja, das ist natürlich die große Frage. Wenn ich die im Vorfeld beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Wettanbieter unterwegs sein. Nein, Spaß beiseite. Also Elsan möchte den Hattrick. Er wird es auf jeden Fall probieren und man hat im letzten Jahr schon gesehen, wie er auch von der Taktik her natürlich dann die Kenianer sozusagen hinten raus erst mitgelaufen ist und dann im Endspurt noch sehr, sehr überlegen gewonnen hat. Aber wir haben natürlich auch starke Konkurrenz für ihn und von daher ist, glaube ich, ein sehr, sehr offenes Rennen. Andreas Wolter ist letztes Jahr auf Platz 3 gelaufen, seit langer Zeit wieder ein Österreicher auf dem Stockerl. Wird das ein österreich-internes Duell zwischen Wolter und Kamenschak um diesen vielleicht Protestplatz? Auf jeden Fall, also sowohl Andi wie auch Kevin Kamenschak, den traue ich wirklich sehr, sehr viel zu. Wir müssen sicherlich auch den deutschen Karl Betendorf dazu nehmen, noch den einen oder anderen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben auch 2 Kenianer. Natürlich ist es sehr schmerzhaft für uns, dass Samvel Mailou, der Sieger des Wien-Marathons, kurzfristig absagen musste. Aber wir haben mit Lavi Koskay einen, der den Samvel letztes Jahr bei einem Straßenlauf in Deutschland geschlagen hat. Damals war Lavi Koskay Erster und Samvel Mailou Zweiter. Das zeigt, was er für eine Klasse hat. Und von daher, ja, wir dürfen die Kenianer nicht ganz vergessen. Sie sind hier, um nach ein paar Jahren mal wieder einen kenianischen, afrikanischen Sieg nach Hause zu laufen. Von der Witterung her, es ist nass kalt, so plus minus 0 Grad. Ist das Kenianerwetter? Ja, also ich glaube schon, dass sie es etwas wärmer lieber hätten, ein bisschen mehr Sonne. Sie wissen natürlich, wenn sie nach Europa zu einem Silvesterlauf kommen, speziell in den deutschsprachigen Raum, dass es eher ein bisschen Winterwetter ist. Von daher, es ist kühler als im letzten Jahr. Aber ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem noch okay und wir werden spannende Rennen sehen. Danke. Wir sind zurück und wenden uns den Herrn der Schöpfung zu, Günther. Lauf der Asse der Herr. Ja, bei uns, es folgt wieder die Athletenpräsentation. Wir sind relativ gut im Zeitplan. Der Lauf der Asse der Herren soll ja um 15.05 Uhr gestartet werden. Also haben wir eigentlich jetzt gut und gerne Zeit, uns dieses national und international durchaus hochkarätige Starterfeld bei den Herren hier beim Lauf der Asse in Peuerbach etwas näher anzuschauen. Ja, und ich glaube, da kommt es auch wieder zu einem tollen Lauf Österreich gegen Deutschland. Da sind wir wirklich auch deutsche Athleten am Start und natürlich freuen wir uns auf die heimischen Athleten, die da ganz vorne mitmischen werden. Die wir dann auch gleich kennenlernen werden, wie bei den Damen hier auch 2 kenianische Athleten am Start. Ja, die beiden Kenianer sind sicherlich die Top-Favoriten, der Victor Kipto und der Lavi Koskay. Und ja, mal schauen, was sie ausrichten können, ob sie genauso laufen wie ihre kenianischen Kolleginnen.
ob sie das Rennen auch von vorne bestimmen wollen oder ob sie vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt haben noch vor den Europäern, die am Start sind. Witterung hier in Peuerbach, um das auch einmal anzusprechen, ein bisschen nasskalt, neblig, plus 2 Grad, ist das eigentlich, also dass es Kenianer-Wetter ist, haben wir bei den Frauen jetzt schon gesehen. Also die Witterung ist eigentlich egal, woher man kommt, das läuft überhaupt kein Thema, oder? Ja, es kann auch in Kenia mal kalt werden, wenn man da in der Höhe umtrainiert. Also so ist es nicht und die sind ja auch viel in Europa und laufen da bei uns die Crossläufe und Straßenläufe. Also die sind schon auch gewohnt, dass es kalt ist. Wir haben schon deutlich frischere Bedingungen gehabt, wie wir noch in Nattenbach waren, sind wir bei minus 12 Grad aufgelaufen. Und ja, von dem her ist es definitiv kein Problem für die Athleten. Wir haben ja auch vorhin bei diesen historischen Bildern, bei der Historie dieses Peuerbacher Silvesterlaufs gesehen. Wir hatten vor ein paar Mal Schnee. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das kenianische, der kenianische Lieblingsuntergrund. Ja, aber das mögen auch die Europäer nicht auf der Straße. Aber die Straße ist gut. Ich habe mir es vorher angeschaut. Die hält gut, auch wenn es leicht feucht ist. Aber das passt zum Laufen. Auch in den Kurven ist es kein Problem. Und jetzt freuen wir uns auf die Männer. Da ist er schon, der Erste, den wir Ihnen hier bei der Athletenpräsentation vorstellen dürfen. Das ist ein Rumäne, der rumänische Meister im Crosslauf in dieser Saison. Das ist Stefan Gavril mit der rumänischen Flagge. Ja, die Meisterschaft ist noch gar nicht so lange her. Die war am 28.10., also jetzt erst im Herbst. Der ist auf jeden Fall gut in Form. Auch Zweiter bei den rumänischen Straßenlaufmeisterschaften über 10 Kilometer, 28,53, da seine Bestleistung. Also auch einer, auf den man schauen muss. Insofern eigentlich ein relativ unbeschriebenes Platz, dieser Stefan Gavril. Und der Nächste, das ist der amtierende deutsche 5000-Meter-Läufer in diesem Jahr. Florian Brem, heißt Außenseiter, würde ich sagen. Ja, sicherlich eher ein Außenseiter. Also ich weiß zwar, dass er bei einigen ganz vorne gehandelt wird, ich setze eher auf einen anderen Deutschen auf, aber er hat eine Bestleistung von 13,30 über 5000 Meter und das ist auch schon eine Hausnummer. Also die muss man zuerst einmal laufen, die 13,30. Und auch er ist, glaube ich, ganz fit. Er war jetzt erst Achter bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften. Also es gibt einige, mit denen ich auch im Vorfeld gesprochen habe, die dem Florian Brem durchaus das Potenzial auf ein Stockholm zutrauen. Werden wir schauen. Also, er wird sicher einer sein, der sich nicht verstecken wird. Aber jetzt haben wir unseren Laufstar, den wir vorstellen wollen. Aufstrebenden Laufstar. 19 Jahre jung, Oberösterreicher. Der neue Lokalmatador, vielleicht einmal den Nachfolger, lieber Günther. Österreichischer Rekordhalter U20, 3000, 5000 Meter heuer bei der U20-EM in Israel, in Jerusalem. Silber geholt über die 1500 Meter und Bronze über die 5000. Kevin Kamenczak bei seiner Heuerbach-Premiere. Ja, also, das ist was ganz was Spezielles, wenn man das erste Mal hier im Lauf der Asse antritt, wenn man dieses Publikum da mit erleben darf. Und der Kevin ist ja auch in der allgemeinen Klasse kein unbeschriebenes Blatt. Der ist ja bis auf eine Sekunde an den 5 Kilometer Rekord von Andy Wolter herangelaufen bei der Straßenlauf-Weltmeisterschaft. Also der ist wirklich ein heißer Kandidat für heute. Und mit seinen 19 Jahren durchaus auch mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, hat gesagt, ich will heute auf Stockerl laufen. Ja, und wahrscheinlich auch mit viel Unbekümmertheit. Also der wird es einfach, einfach probieren und wenn es gut geht, passt und wenn nicht, komme ich nächstes Jahr wieder, weil ich denke, ich habe noch einige Jahre. Zeit hat er jedenfalls noch. Während wir hier schon bei der Startnummer 4 sind, der erste der Kenianer, Victor Kipto Kimutai, die 10K Berlin, das ist ein 10.000 Meter Lauf in Berlin, ein sehr schneller, Dritter geworden heuer. Ja, und nur ganz knapp hinter dem Sieger, nur 3 Sekunden hinter dem Sieger, also dementsprechend, der weiß auch, wie man vorne mitläuft und wie dann auch ein Zielsprint funktioniert. Auf den setze ich sehr, sehr stark, also ich glaube, der Victor Kipto wird heute ein gewichtiges Wörtchen um den Sieg mitreden. Der erste der beiden Kenianer, die wir heute in diesem Lauf der Asse der Herren gesehen haben und sehen werden, und da ist ein weiterer Deutscher, Fünfter bei der Europameisterschaft in München im vergangenen Jahr über die 3000 Hindernis, auch fünffacher deutscher Meister Karl Bebendorf, das ist auch eine heiße Aktie heute. Ja, also auf den setze ich auch sehr, sehr stark. Ich glaube, der läuft definitiv in der Spitzengruppe mit und das ist einer der Podiumskandidaten bei mir, der Karl Bebendorf. Als Hindernisläufer liegt einem so eine Strecke normalerweise, wo es ein bisschen unrhythmisch ist und
Ja, ich glaube, der spricht der Hindernisläufer und österreichischer Rekordhalter Günther Weidlich. Der spricht ein bisschen aus mir, ja. Also ich weiß, dass es gerade als Hindernisläufer verträgt man einfach diese Tempowechsel ein bisschen besser. Aber jetzt unser Aushängeschild natürlich auch aus österreichischer Sicht, der Andi Holter, der letztes Jahr schon Dritter war hier in Feuerbach, auch die Startnummer 3 trägt. Und ich glaube, der hat es wirklich auch im Blick, dass er wieder aufs Stocker läuft. Der hat letztes Jahr schon so gejubelt über den Podiumsplatz und da freuen wir uns richtig. Seit vielen Jahren ist er hier Stammgast im Hausruckviertel am letzten Tag des Jahres und der Erste, der aufs Podium gelaufen ist im vergangenen Jahr, seit dir. Ja, und das ist auch schön so, das ist gut so und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute immer wieder herkommen und zuschauen, weil es einfach da die Lokalmatadore zu sehen gibt. Und einfach mal die österreichische Laufsport-Elite wirklich hautnah miterlebt werden kann. Also, Andi Wolter und Kevin Kamenczak, das sind die heißen Eisen in Rot-Weiß-Rot. Es wäre auch Roman Bauernfeind noch da gewesen, der musste aber krankheitsbedingt absagen. Ja, Mario Bauernfeind und auch der Peter Herzog, schade, dass die zwei nicht da sein können. Aber ich glaube, der Kevin und der Andi werden die Kohlen aus dem Feuer holen auf die österreichische. Aus österreichischer Sicht. Und jetzt Lavi Koske, der zweite Kenianer. Sieger Citylauf in Oelde, 10 Kilometer, auch ein traditionell sehr, sehr stark besetzter Stadtlauf. Ja, der hat heuer, hat er zwar ein bisschen weniger Bewerbe gehabt, weil er jetzt beim Militär ist in Kenia, dort die Grundausbildung gehabt hat. Dementsprechend ist er heuer nicht viel gelaufen, aber am 2. Dezember in Eldoret ist er einen Crosslauf gelaufen. Da war er ganz gut drauf, also auf den müssen wir sicherlich auch schauen. Ja, uns fehlt eigentlich nur noch einer bei dieser Athletenpräsentation, bevor es dann losgeht. Das ist der zweifache Sieger, der hier heute aufs Triple losgeht. Der Sieger von 2019, vor Corona, der Sieger der letzten Auflage im vergangenen Jahr, nach Corona, der Serbe Elsan Bibic, der gleichzeitig auch den Streckenrekord hält. Den hat er aufgestellt 2019. 18 Minuten 29 Sekunden. Warum ist das ein bisschen mehr als bei den Frauen? Ganz einfach, weil bei den Herren werden 6,8 Kilometer gelaufen, bei den Damen sind es nur 5,1. Ja, die Männer dürfen das Publikum achtmal genießen. Die haben 8 Runden hier zu laufen. Und Elsan ist sicherlich der Top-Favorit für heute auch wieder. Er ist Balkanmeister geworden über 3000 Meter. Er hat die Bronzemedaille bei der Hallen-Europameisterschaft über 3000 Meter errungen. Also Elsan ist sicherlich eine der heißen Aktien hier. Die große Frage bei Elsan Bibic heute, die wir uns stellen müssen oder die wir aufzulösen haben, ist, wie fit ist er? Ja, er ist nicht so viel gelaufen jetzt im Herbst wie sonst immer. Einen Lauf habe ich gefunden am 12. November, den Crosslauf in Sevilla ist er gerannt. Dort war er gut drauf, da ist er genau 30 Minuten gelaufen für ungefähr 10 Kilometer und das im Gelände. Das heißt, das passt schon, da ist er 12. geworden, er war auch gar nicht weit hinter den Siegern. Und, er hat auch im Vorfeld gemeint, er war nicht ganz fit. Also er ist nicht bei 100%, also das hat er auch durchaus auch zugegeben. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch nicht, dass der in Richtung Streckenrekord laufen wird. Ich denke, der wird es eher taktisch anlegen und mal schauen, was die Kenianer anbieten. Muss er ja nicht, hat er ja schon. Hat er schon und er ist auch ein guter 1500 Meter und 300 Meter Läufer. Das heißt, er kann hinten raus Gas geben. Und das kommt vielleicht auch dem Kevin und dem Andi zugute, wenn es nicht ganz so schnell wird vom Start weg wie bei den Damen. Weil dann rollt man ein bisschen ins Rennen rein und dann wird es deutlich leichter, als wenn man schon vom ersten Meter richtig Gas geben muss. Hier sehen wir sie, unsere beiden Österreicher mit der Startnummer 3. Da ist er, Andreas Wolter, der Drittplatzierte des vergangenen Jahres. Eigentlich auch ein österreichisches Generationenduell, kann man gut und gerne hier sagen. Und hier noch einmal abklatschen mit dem jungen 19-jährigen Kevin Kamenczak, dem oberösterreichischen Lokalmatador, zweifachen U20-EM-Medaillengewinner in diesem Jahr. Also das ist wirklich einer, auf den sich die Laufszene auch noch in den nächsten Jahren freuen darf in Österreich. Ja, ich glaube, mit dem werden wir noch viele Jahre Freude haben mit dem Kevin. Und wie du sagst, es ist ein Generationenduell. Andi Wolter ist schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon jetzt dabei. Eigentlich dein legitimer Nachfolger, also du bist dann eigentlich quasi schon der Großvater. So ist es, ja genau. Also Kevin könnte durchaus ja, vom Alter her mein Sohn sein, aber... Wann bist du das letzte Mal in Feuerbach gelaufen? 2013? 2013 bin ich da gelaufen, ja. Also 10 Jahre jetzt, ganz genau. Ich war ja auch im Jubiläum, 10 Jahre am Streckenrand stehen. 10 Jahre Streckenrand stehen.
7-mal gewonnen, zuletzt 2008 und bei deinem letzten Lauf hier noch einmal am Stockerl. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich Dritter, Vierter geworden bin. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall noch ein gutes Rennen, das ich abgeliefert habe und wo ich mich da in Beuerbach verabschieden habe können. So, aber jetzt zur laufenden, läuferischen Gegenwart. Der Lauf der Asse der Herren ist gestartet. 8 Runden, 6.800 Meter, die es hier für die Athleten zu absolvieren gilt. Und hier schaut einmal dieses Start- und Anfangsbild ganz anders aus als im Lauf der Asse der Frauen. Da läuft einmal keiner vorne weg. Andy Wolter, Kevin Kamenczak jetzt einmal hinunter hier. Die erste Linkskurve bergab. Ja, und Timo Benitz hat einmal das Tempo vorne übernommen. Der lässt es mal bergab krachen. Der will kein langsames Rennen haben. Spannend, was er da jetzt macht, der Timo. Timo Benitz, deutscher Meister über die 1500 Meter dreimal in Folge, 2016 bis 2018, auch schon ein Studentenweltmeister gewesen im Jahr 2017, der Deutsche. Aus dem Nordschwarzwald kommt er, sympathischer Mann. Ja, aber Viktor Kipto hat das gleich einmal eingefangen wieder und ist von sich aus jetzt nach vorne gegangen. Jetzt haben wir hier zum ersten Mal auch bei den Herren die kenianische Führung mit der 4. Viktor Kipto, der Dritte von Berlin in diesem Jahr, dieses 10K-Lauf, Great 10K, wie es heißt. Einen müssen wir noch ansprechen, Günther, weil wir in der Anfangsphase des Rennens noch ein bisschen Zeit haben. Samuel Mailo, der Wien-Marathon-Sieger 2023, der war als Topstar angekündigt, hat kurzfristig abgesagt, gesundheitsbedingt. Natürlich schade, weil das wäre natürlich ein absolutes Aushängeschild gewesen. Ja, das wäre wieder ein Topstar, der war auch Dritter bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft. So einen Star wieder hier zu haben, wäre natürlich schön gewesen. Er hat leider sich verletzt beim Abschlusstraining. Natürlich schade, aber das kann immer wieder passieren, sowas. Aber jetzt haben wir wieder dasselbe Bild wie bei den Damen. Zwei Kenianer vorne. Die Nachführarbeit machen wieder der Österreicher Andi Wolter und Kevin Kamenczak sind vorne oder haben sich vorne eingespannt im Nachführfeld. Was macht es taktischer Natur für einen Unterschied? Frauen, Männer, 5.100 zu 6.800 Meter? Ja, es ist schon nochmal ein Unterschied. Die 5,1 Kilometer, die kann auch eine 3.000, eine 1.500 Meter Läuferin sehr, sehr schnell und gut absolvieren. Die 6,8 Kilometer ist schon wieder ein bisschen was anderes, sind trotzdem 1.700 Meter mehr, die man erst auftrainieren muss. Und dementsprechend ist jetzt bei den 6,8 Kilometer der Männer eher der 5.000 Meter, 10.000 Meter Läufer im Vorteil oder eben der Hindernisläufer, der die Tempowechsel gerne mag. Und die zwei, so wie es ausschaut, die haben sich abgesprochen. Die wollen jetzt gemeinsam vorne laufen und da glaube ich jetzt nicht, dass es so schnell eine Splittung des Führungsduos geben wird. Da werden wir jetzt eher schauen müssen, was machen jetzt die Europäer hinten raus, können sie vielleicht nochmal nachlaufen. Es wirkt jetzt fast so, als hätten sich die beiden auch den Frauenlauf ganz genau angeschaut hier in Beuerbach. Dasselbe Bild fast, schauen wir mal, wie lang die beiden hier die Doppelphalanx bilden, hier mit der 4 und der 5, die beiden Kenianer. Lavi Kosgei und Viktor Kipto, die hier heute die Fahnen für Afrika hochhalten in diesem Duell Afrika gegen Europa. Aber der Vorsprung der beiden Kenianer auf den Rest des Feldes, hier sehen wir es, die beiden Österreicher Kevin Kamenczak, Andreas Wolter und da ist auch der Deutsche noch mit dabei, Florian Brem mit der 9. Ist nicht ganz so groß jetzt wie im Vergleich zu den Frauen. Ja, das ist auch gut so. Also da besteht auf jeden Fall noch die Möglichkeit, wieder ranzulaufen. Die zwei müssen auch erstmal durchkommen, aber jetzt machen sie da vorne ein paar Lauf. Also die tun sich jetzt nur gegenseitig nicht weh, die zwei. Sie haben auch schon bei der Pressekonferenz gesagt, sie werden gemeinsam arbeiten, sie werden zusammenarbeiten und kommen auch vom selben Trainer, vom selben Management, trainieren viel zusammen. Also die kennen sich ganz gut, die wissen, was sie machen können und wie das Rennen jetzt zu laufen hat. Wir sind in der zweiten Runde dieses Starse beim 25. Jubiläums-Silvesterlauf in Beuerbach. Ja, hinten teilt sich auch schon das Nachfolgerfeld. Da macht jetzt Florian Brenndruck und Tempo, der Deutsche. Ja, und schön, die zwei Österreicher sind dabei, der Kevin und der Andi. Sie ziehen damit mit dem Florian.
Florian Brem vor Kamenczak und Andy Wolter. Dies hier, ähnlich wie die Kenianer machen, die sich da vielleicht auch ein bisschen abgesprochen haben. Was kann man hier taktieren? Was bringt es einem, wenn man gemeinsam läuft? Naja, man kann sich doch immer wieder ein bisschen ausrasten. Also einmal macht der eine das Tempo, einmal macht der andere das Tempo. Man muss nicht immer auf Druck laufen, sondern man kann sich auch mal hinten reinhängen oder einfach nur nebenher laufen. Und das macht schon was aus, das ist schon deutlich leichter. Bringt nicht so viel wie beim Radfahren im Windschatten, aber es macht doch mehr Spaß, gemeinsam zu laufen, würde ich mal sagen, auch wenn es der Wettkampf ist. Und man sieht ja, die zwei schauen sich gegenseitig an, die zwei drehen sich um und wollen jetzt das Feld kontrollieren. Und sie sehen auch sehr, sehr locker aus. Sind in der dritten Runde des 8 Runden Stadtkurses kenianische Doppelführung. Victor Kipto und Lavi Koske. Und es macht jetzt natürlich, täuscht das natürlich auch von der Kameraeinstellung ein bisschen, wie wenn die Europäer, wie wenn hier der Deutsche und die beiden Österreicher wieder etwas näher kommen würden. Täuscht das, Günther? Na, es sieht fast so aus, als ob sie ein bisschen näher kommen würden. Ja. Sie haben auch nicht allzu viel Rückstand, wobei die Kenianer vorne ziemlich zügig laufen mit 4 Minuten 36 Durchgangszeit nach 2 Runden. Sind sie flott drauf, aber der Florian Brem macht hinten richtig Tempo und der versucht definitiv, so wie es aussieht, jetzt das Loch etwas zu schließen. Ja. Und wir sehen sie jetzt hier gleich wieder bei uns bei Start und Ziel vorbeikommen. Die beiden Kenianer und dahinter bereits die jetzt dreiköpfige Verfolgergruppe mit dem Deutschen, mit Florian Brem und sehr erfreulich mit Andreas Wolter jetzt auf Platz 4 und Kevin Kamenczak auf der 5. Ja, und sie haben auf jeden Fall den Abstand ein bisschen verkürzen können, sind nur noch 4 Sekunden hinter der Doppelführung und auch die splittert sich ein bisschen. Also Victor Kipto hat jetzt ein paar Meter Vorsprung. Jetzt einmal aufgebrochen, diese kenianische Doppelphalanx. Da hat es jetzt mit der 4 Kipto etwas absetzen können von seinem Landsmann, von Lavi Koske. Ja, es war vorne jetzt ein bisschen langsamer die Runde, einige Sekunden, und das sieht man, indem einfach die Verfolgergruppe wieder rankommen kann. Könnte das vielleicht ein Fünfkampf werden jetzt? Also das wäre natürlich hier vom Spannungsfaktor her absolut wünschenswert. Ja, das wäre toll, wenn wir jetzt einen Kampf... Sie schließen tatsächlich auf. Sie schließen jetzt auf. Florian Brem, Andy Wolter und Kevin Kamenczak haben jetzt hier die beiden Kenianer eingeholt. Schau, schau. Ja, tolles Rennen. Wer mir vorne fehlt, ist einfach Elsan Bibic. Dass er gar nicht vorne mitläuft, ist jetzt doch sehr überraschend, dass er überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Aber umso wertiger ist es natürlich, was da unsere österreichischen Laufstars machen, Andi und Kevin. Jetzt ist das Ganze das geworden, was hier natürlich in den letzten Runden für zusätzlichen Spannungsfaktor sorgen wird. Ein Fünfkampf, zweimal Kenia, einmal Deutschland, zweimal Österreich. Ja, es wird eine spannende zweite Hälfte des Rennens werden jetzt mit 5 Leuten vorne. Kevin hat sich gleich einmal direkt hinter den Kenianer Victor Kipto gesetzt. Ja, jetzt Kevin Kamenczak, der 19-jährige Oberösterreicher, der zweifache U20 EM-Medaillengewinner. Der Titelkämpfe in Israel in diesem Sommer so erfolgreich gewesen. Jetzt liegt er hier sogar in Führung. Jetzt kann Kevin Kamenczak in diesen jungen Jahren seiner Karriere mal jetzt einmal sagen, er hat einmal Peuerbach angeführt. Aber da darf noch mehr kommen. Ja, man hört es gleich an deinem Publikum. Jetzt wird es laut hier. Jetzt wird's laut. Hälfte des Rennens absolviert. Es führt ein Österreicher, Kevin Kamenczak. Ja, ist wirklich schön zu sehen.
Andy Voigt, der kämpft auch hinten mit. Und der Kenianer Lavi Koske hat schon ein paar Meter Rückstand. Also der hat sich den auf jeden Fall mal überpaced. Und der Kevin macht es gut. Sieht auch locker aus. Wenn wir hier aufs Insert schauen, der Titelverteidiger, der doppelte Titelverteidiger Elsan Bibic nicht in den Top 10. Ja, das ist doch sehr überraschend, auch wenn er nicht ganz fit ist, wundert mich, dass er schon aus den Top 10 draußen ist, zur Hälfte des Rennens. Und vorne sind jetzt nur noch vier. Es wird ein Ausscheidungsrennen und ich habe vorher schon gesagt, wenn der Kevin seine Chance riecht, dann nützt er sie. Und der macht jetzt wirklich ein tolles Rennen. Ein Kenianer jetzt einmal weg. Also Lavi Koske. Ja, schauen wir mal, der hat jetzt da doch schon ein paar Meter Rückstand auf diese vierköpfige Spitzengruppe. Mit dem deutschen Florian Brehm, mit dem Kenianer Victor Kipto Kimutai und sehr, sehr, sehr erfreulich mit dem jungen Kevin Kamenczak und mit dem routinierten Andy Walter, der natürlich wie im vergangenen Jahr mit Platz 3 hier heute auch wieder aufs Podest bei der Siegerehrung gerne mit dabei wäre und dieses Sportjahr ja, am Stockerplatz in Bayerbach abzuschließen, das ist schon etwas. Ja, das ist schon was Spezielles und jetzt hat man am Streckenrand auch den Trainer von Kevin Kamenczak, den Andy Brehm gesehen, der ihm gezeigt hat, lass da ruhig Zeit, du musst jetzt nicht schon alles hineinwerfen in die Waagschale und Kevin folgt aufs Wort. Ja, das sieht man, dass er jetzt ein bisschen gerüttelt hat. Ja, ja. Lass gleich mal den Florian Brehm jetzt vorne. Ja, Führungsarbeit jetzt vom Deutschen. Auch das ist gut. Und man sieht, der Kevin nimmt raus und auch der Kenianer hinten kommt wieder ran. Jetzt sind es wieder fünf Leute in der Spitzengruppe. Also so schnell kann es gehen. Nicht immer, wenn man abgerissen ist, dass man gleich weg ist. Also die fünf haben alle noch das Zeug, das Rennen zu gewinnen. Ja, wer könnte die Frage, die mir jetzt auf den Lippen brennt, besser beantworten als Siebenfach-Sieger Günther Weidlinger hier? Was bringt es, wenn man mittendrin einmal kurz einmal zurücknimmt? Ja, man kann sich ein bisschen erholen. Man schnauft einmal durch, man lässt mal die anderen arbeiten. Wichtig ist nur, dass man sich selber dann auch wieder zutraut, nach vorne zu gehen und nach vorne zu kommen. Der Kevin schaut mir fast ein bisschen viel auf die Uhr, aber vielleicht hat er einfach ein ganz klar vorgegebenes Tempo, das er laufen soll vom Trainer her. Und dementsprechend macht er wahrscheinlich seine Arbeit wahnsinnig gut gerade und es sieht auch sehr, sehr gut und locker aus. Routine ist natürlich ein Schlüsselwort für Kevin Kamenczak, die kann er nicht haben hier bei seiner Beuerbach-Premiere, der 19-Jährige. Wie wichtig ist das? Andy Walter hat ja gesagt, er weiß jetzt, wie es geht, nach so vielen Jahren. Der Kevin ist heute zum ersten Mal mit dabei. Ja, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, die Routine zählt, auf der anderen Seite ist vielleicht die Unbekümmertheit. Und der jugendliche Leichtsinn, der auch mitspielt, dass man da vorne mit dabei ist und so ein Rennen abliefert. Also ich glaube, das ist schon schwierig zu sagen, ob es jetzt viele Rennen hier in Beuerbach braucht, um vorne mit dabei zu sein. Aber Kevin macht jetzt wirklich einen tollen Job und der läuft einfach wirklich in seine Jugend und in seinem... Vielleicht ist es die Unbekümmertheit, die ihm genau. Da auch zugute kommt. Routine, wie gesagt, kann er nicht haben, aber einfach einmal drauf los, so richtig Gas geben, alles raushauen, was man an Körnern noch in sich hat. Er hat ja nichts zu verlieren. Zweieinhalb Runden geht es hier noch. Also 5,5 Runden haben wir absolviert. Sie kommen jetzt hier gleich wieder rauf. Ja, und wenn man in die Gesichter schaut, Florian Brehm sieht sehr locker aus. Der rollt da richtig um den Kurs herum. Kevin Kamenczak daneben auch in der Führung. Schaut jetzt ein bisschen, was machen die Kenianer da hinten? Wer ist aller noch da? Mit wem muss ich noch aller rechnen? Bald haben wir zwei Drittel dieses Laufs der Asse absolviert. Drei Viertel eigentlich. Kann schon überrechnen, 6 von 8 Runden sind absolviert. Demnächst noch sind wir in der sechsten, in der drittletzten. Ja, die Kenianer halten sich bedeckt, die halten sich hinten. Die lassen jetzt die anderen arbeiten. Mal schauen, was die dann auf den letzten zwei Runden noch drauf haben. Also das wird hier eine hochinteressante Entscheidung bei den Herren. Florian Brehm mit einem Lächeln im Gesicht. Der genießt. Ja. 5-Mann-Spitze. 2 Runden geht es hier noch beim Lauf der Asse der Herren. Es sind 2 Kenianer.
Koske und Kipto Kimotai. Es sind zwei Österreicher, Andi Wolter und Kevin Kamenschak, und es ist ein Deutscher mit Florian Brehm, dem amtierenden deutschen Meister über die 5000 Meter. Das ist jenes Feld. Ich glaube, Günther, wir sind uns einig, dass sich hier ein Sieg aufmachen wird. Ja, also der Sieger kommt auf jeden Fall aus den fünf. Alle anderen haben schon mehr, so ungefähr 30 Sekunden Rückstand, das Nachfolgerfeld. Da ist dann auf Platz 6 der Ukrainer Levscha. 7. der deutsche Benitz, Sashin, ein starker Tscheche, Bebendorf, Deutscher, Kemanik, ein weiterer Tscheche. Das sind die Top 10 derzeit. Jetzt Kevin Kamenschak wieder mit der Führungsarbeit. Das hat er wieder ein bisschen angezogen, so gefühlsmäßig. Ja, die letzten 1500 Meter sind angebrochen. Jetzt geht es um was. Jetzt sogar beide Österreicher einmal da vorne. Kevin Kamenschak mit der 7 und rechts von ihm einen Kopf größer der routinierte Andreas Wolter mit der Startnummer 3. Ja, auf die Zeit brauchen bei den Männern jetzt nicht schauen. Der Streckenrekord kein Thema. Bei weitem nicht, nein, da geht sich bei weitem nicht aus. Spielt aber keine Rolle, dafür haben wir ein tolles Rennen, ein spannendes Rennen. Was braucht man einen Streckenrekord, Günther, wenn es hier vielleicht einen österreichischen Sieg geben könnte, den ersten seit Günther Weidinger, seit 2008, also seit 15 Jahren. Also das wäre schon wirklich etwas hier. In Feuerbach, nur der Vollständigkeit halber, 18 Minuten 29, der Streckenrekord von Elsan Bibic, dem serbischen Titelverteidiger, der hier heute mit dabei ist, aber in der Entscheidung keine Rolle spielt. Und ich lege noch eine Schaufel drauf, was wäre es, wenn wir zwei Österreicher am Stockerl hätten und vielleicht einen Doppelsieg feiern? Hier in Feuerbach, sowas hat es auch noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben. Und der letzte Kilometer, der läuft schon. Jetzt geht es in die letzte Runde und Viktor Kipto zieht jetzt an. Zum letzten Mal kommen Sie hier bei uns vorbei, bei Start und Ziel. Es geht in die Entscheidung, es geht in die Schlussrunde und es gibt hier einmal hier einen, der anzieht. Viktor Kipto Kimotai verschärft das Tempo. Ja, Florian Brehm legt nach. Florian Brehm führt jetzt den Kevin wieder heran an den Viktor Kipto. Also jetzt wird es wirklich spannend. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um hier anzuziehen? Bei diesen 850 Meter. Ich sag zu früh. Es ist jetzt noch zu früh, ja. Also du musst anziehen kurz vor dem Hügel und musst dann bei der Kurve vorne, musst du vorne sein und dann einfach nicht mehr nachlassen. Aber es sieht sehr, sehr stark darauf aus, dass der Kevin da mit aufs Podium laufen kann. Es sind drei Athleten vorne. Andreas Wolter hinten jetzt auf Platz 5, hat ein paar Meter eingebüßt jetzt in der Entscheidung. Und jetzt kommt Kevin Kamenschak wieder. Kevin Kamenschak vorne, gemeinsam mit Florian Brehm, dem Deutschen, und Kipto Kimotai, dem Kenianer. Jetzt kommt Kamenschak, jetzt führt Kamenschak. Wird das vielleicht ein österreichischer Sieg? Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn wir jetzt heute noch einen österreichischen Sieg feiern können hier in Beuerbach. Es sind doch 350 Meter ungefähr. Ich hoffe nur, dass er nicht zu früh angetreten ist, nicht zu früh angezogen hat. Jetzt kommt so, der jetzt Gegenangriff. Geht es hier um alles. Jetzt kommt noch einmal der Kenianer, der sich da ein bisschen in Lauerstellung gelegt hat. Ja, und auch hinten kommt noch mal Flavi Koske. Auch der ist noch. Andreas Wolter wird diesen 25. Lauf in Feuerbach nicht gewinnen, das kann man schon sagen. Der wird wahrscheinlich hier Vierter oder Fünfter werden. Ja, und jetzt reißt auch leider der Kevin ein bisschen ab. Also momentan sieht es aus. Brehm letzte Kurve. Kipto. Letzte Linkskurve. Jetzt geht's in die Entscheidung. Jetzt geht's Richtung Ziel. Jetzt ziehen sie an. Der Kenianer, der Deutsche, Brehm gegen Kimotai, gegen Kipto Kimotai, und Brehm es gewinnt ein Deutscher. Florian Brehm vor Viktor Kipto Kimotai und Kevin Kamenschak läuft auf Stockau. Dritter mit 19 Jahren bei der Premiere. Hut ab und Respekt trotzdem. Kann man nur gratulieren, und Fünfter Andi Wolter. Freut er sich. Andi Wolter, Fünfter. Ja, war ein starkes Rennen, ein spannendes Rennen. Unglaublich. Um nur
3 Sekunden getrennt, der vierte auch nur eine Sekunde dahinter. Also wirklich sehr, sehr stark. Gratulation Kevin Kamenschak zu dieser Leistung als junger Athlet, das erste Mal in Beuerbach. Und dann gleich auf Stockerl bei diesem hochkarätigen internationalen Feld, muss man auch dazu sagen. Und der erste deutsche Sieger, Günther, du wirst dich sicher erinnern können, diese sensationelle Ex-Equo-Entscheidung damals 2014, vor 9 Jahren, Viktor Tschumo und Richard Ringer, die da beide Brust an Brust ins Ziel gelaufen sind. Richie Ringer, damals der Sieg für Deutschland, Ex-Equo mit dem Keniano Tschumo, und heute wieder ein deutscher Sieg für Florian Brehm, für den deutschen Meister über 5000 Meter. Der hat gezeigt, dass er hier absolut zu den Top-Favoriten gehört. Und hier sehen wir Kevin Kamenschak, der sich gleich hier das Warme drüber zieht, um sich nicht zu verkühlen. Also, wir haben einen deutschen Sieger mit Florian Brehm, wir haben einen zweitplatzierten Kenianer mit Viktor Kipto Kimote und wir haben sehr, sehr erfreulich einen Österreicher am Stockerl mit dem jungen 19-jährigen Kevin Kamenschak bei seiner Peuerbach-Premiere. Wir schauen uns wieder die Höhepunkte an und sind dann gleich wieder unten mit den ersten Stimmen mit Florian Brehm. Und natürlich sind wir gespannt, was unser Kevin Kamenschak zu sehen hat. Und Günther, wir sehen uns dann auch noch zum Schlussresümee. So ist es. Danke, Andi, kurz ausschlafen da zum Interview. Andi Wolter, 5. heute, meine Damen und Herren. Und natürlich, dass mit Kevin Kamenschak, ein sehr, sehr junger österreichischer Nachwuchsläufer, hier schon jetzt aufs Stöcker läuft, wenn er bei seiner Premiere in Feuerbach ist, glaube ich, für die Zuschauer und für das ganze Rennen eine tolle Geschichte. Und ja, das war jetzt kein Rekordlauf, aber es war ein taktisch geprägter Lauf und wir haben ganz, ganz viel Laufsport hier heute gesehen. Die Streckenblock bei den Damen, ein spannendes taktisches Rennen bei den Männern und ich glaube, wir können mit dem Jubiläum 25 Jahre dass man dann so Gas gibt und dass ich dann auch dranbleiben kann. Und das gibt mir unglaublich viel Selbstbewusstsein wieder. Das war, wie ich gestern gesagt habe, einfach ein Test, dass ich hier testen kann, wie meine Form ist. Und ich bin unglaublich glücklich, dass meine Form gut ist. Ich stehe aktuell wirklich stark unter Druck einfach. Und das ist schön zu wissen, dass es auch geht. Wenn man sich hier dieses internationale Starterfeld ansieht, welche Bedeutung hat dieser Sieg hier zum Jahresausklang für Sie? Ja, ist auf jeden Fall perfekter könnte es nicht sein. Es ist allein schon hier zu laufen, ist Wahnsinn. Ich bin das erste Mal hier. Wie ist die Stimmung eigentlich? Ja, bekommt man das mit? Jedes Mal, wenn ich hier durchgelaufen bin, ohne es zu wollen, ist mir einfach ein Grinsen aufgegangen, weil es einfach die Stimmung so geil war. Es war so laut und alle haben geschrien und gejubelt. Es war super geil. Dann hoffen wir, dass Sie wiederkommen, um Ihren Titel zu verteidigen. Ich würde mich freuen, wenn ich wiederkommen darf, ja. Dankeschön, Florian. Gratulation und viel Spaß beim Feiern. Und sehr erfreulich, der beste Österreicher, der hier auf Stockerl läuft, bei seiner Peuerbach-Premiere, ist auch schon bei uns. Kevin Kamenschak, Gratulation mit 19 Jahren. Das erste Mal hier beim Lauf der Asse dabei und dann gleich auf ein Stockerl. Und wir wissen, wie schwierig das ist für die Österreicher in der Vergangenheit, dass man das geschafft hat. Wie geht es Ihnen denn jetzt nach diesem sehr, sehr spannenden Rennverlauf? Erstmal danke und muss wirklich sagen, war ein unglaubliches Rennen. Ich habe mich in der Vorbereitung ganz gut gefühlt
aber jetzt noch nicht wirklich sagen können, wie gut ich jetzt wirklich drauf bin. Und es war wirklich eine unglaubliche Stimmung an der Strecke. Also die österreichischen Fans haben auch sicher einen großen Beitrag dazu geleistet, wie ich gerannt bin. Und wirklich unglaublich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Andreas Walter war im vergangenen Jahr Dritter, vorher ganz lange keiner, seit Günther Weidlinger. Was hat das für eine Bedeutung für einen erst 19-Jährigen? Es ist auch natürlich eine riesengroße Ehre, beim Heimswörsterlauf auf dem Podium zu stehen. Eben der Andreas Walter letztes Jahr als Dritter. Und mein Ziel heuer war natürlich auch, mein bester Österreicher zu werden. Und ist mir halt aufgegangen, dass ich jetzt das erste Mal einen Andreas Walter geschlagen habe, was auch eine große Ehre für mich ist. Andi Walter ist Fünfter geworden, Kevin heute Dritter. Der Abschluss eigentlich eines perfekten Jahres für Sie mit diesen beiden Medaillen bei der U20-Europameisterschaft in Israel? Ja, also unglaubliches Jahr gewesen mit dem zweiten und dritten Platz bei der U20-Europameisterschaft. Und jetzt mit dem Rennen noch in Saisonabschluss. Ich glaube, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Kevin, Gratulation, viel Spaß beim Feiern, weiter so. Hoffentlich sehen wir uns wieder im nächsten Jahr dann, 2024. Und der Routinier ist auch schon hier, der Drittplatzierte des vergangenen Jahres, Andreas Walter. Gratulation zu Platz 5. Kevin Kamenschak wird heute Dritter, die Next Generation sozusagen des heimischen Laufsports. Was gibt es denn dazu zu sagen? Ja, Gratulation, ich freue mich sehr. Also natürlich sagt man, okay, fünfter Platz, ist schade, dass ich vorbei bin, aber das wird mehr als kompensiert vom dritten Platz von Kevin. Und ich ist ja nicht so, ich kenne den Kevin, ja, ich weiß, was er trainiert, ich kenne seine Bahnleistungen vielleicht ein bisschen detaillierter als die Normalperson. Es ist nicht überraschend für mich, es ist sehr schön, aber das war, glaube ich, nur der Start für ihn. Und ich glaube, ja, es wird bald einen Nachfolger vom Günther geben in den nächsten Jahren, das darf ich mich jetzt schon mal sagen. Ja, schöne Sache, ich selber freue mich auch, aus dem Marathon kommen, so ein Tempo durchzuhalten, hätte ich mir vor einer Woche im Training auch nicht gedacht und von dem her auch für die Zuschauer, glaube ich, geiler Nachmittag heute. Fünf-Mann-Pulk, wo eigentlich jeder hätte gewinnen können. Ja, inwieweit kann man heute vom spannendsten Silvesterlauf, von der spannendsten Entscheidung seit vielen Jahren sprechen? Ja, also ich habe es mal. Man schaut ein bisschen, werden Rennen auch von außen mit, aus Zuschauerperspektive. Ich habe gedacht, so geil, wir haben die Kenianer, die laufen weg, dann werden sie wieder eingeholt, dann haben wir zwei Österreicher und Deutschen. Also ich glaube, zum Zuschauen war es einfach richtig geil und das sollte es sein. Es sind 6,8 Kilometer, das braucht man jetzt nicht in Zeit oder so umrechnen, sondern zum Jahresabschluss. Eine geile Show für uns Athleten, wie immer unglaublich geil für die Zuschauer. Ich glaube, einfach zu sehen, aber junge Österreicher bei alten Österreicher, das ist dann schon geil und von dem her, glaube ich, für alle, was geboten, wie jedes Jahr. Feuerbach enttäuscht nicht. Dankeschön, Andreas. Also, zwei österreichische Laufgenerationen hier auf den Plätzen 3 und 5. Das Schlussresümee, das machen wir noch mal kurz mit unserem Experten Günther Weidlinger. Günther, Kevin, ein Versprechen für die Zukunft und vielleicht bist du demnächst irgendwann nicht mehr der letzte Feuerbach-Sieger. Ja, das wäre ja auch schön. Also, mich freut es ja immer, wenn die österreichischen Leichtathletik, wenn die österreichischen Läufer und Läuferinnen einfach zeigen, was in ihnen steckt und was sie drauf haben. Und der Kevin hat das heute top gezeigt, aber man darf natürlich auch den Andi Wolter als Fünften und die Julia Meyer als Fünfte nicht vergessen. Auch die zwei haben gezeigt, was sie drauf haben, was sie können. Die zwei sind ja eigentlich schon Marathonläufer und für die ist es schon eine Kurzdistanz. Aber Kevin hat ein richtig gutes Rennen gebracht und er hat auch vorhin gesagt, 500 Meter vor dem Ziel hat er mal kurz spekuliert um den Sieg. Und genau so soll es sein, so muss es sein. Er scheut sich einfach vor nichts und das ist gut so. Dankeschön, Günther. Ja, das war's schon fast von uns. Wir verabschieden uns hier aus Beuerbach mit einem fünften Platz von Julia Meyer, mit einem fünften Platz von Andreas Walter und mit einem Stockerlplatz, Platz 3 für den 19-jährigen Kevin Kamenschak und einem deutschen Sieg bei den Herren und einem kenianischen Sieg bei den Frauen. Bei uns geht's gleich weiter hier im Programm von ORF Sport Plus. In Kürze meldet sich Kollege Giovanni Hahn von der Tour de Ski, vom Langlaufen aus Toblach. Mir bleibt nur noch eines, Ihnen einen guten Wunsch zu wünschen. Alles Gute für 2024. Das war's vom traditionsreichen 25. Silvesterlauf aus Beuerbach. Machen Sie es gut, guten Rutsch, bleiben Sie uns gewohnt. Bogen, frohes neues Jahr, bis zum nächsten Mal. Weiter auf der Bühne mit der Siegerehrung aus Brennwolf. Bis gleich. Danke. Was?